Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gucken wir uns was, ja, ich denke mal größtenteils für die Mädels an, wobei Männer es auch brauchen, und zwar den Braun Satin Hair 7 SensoCare. Das ist das Modell 780. Es gibt es eigentlich schon ewig auf dem Markt. Also ich glaube, es ist jetzt 8 Jahre auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob es nachgebessert wurde in der Zeit mal, aber es ist wirklich ein sehr guter Haarglätter. Und nachdem mein Billig-Altmodell jetzt mal den Geist aufgegeben hat, habe ich gedacht, holen wir mal was Anständiges. Was mir sehr gut gefällt, er hat ganz glatte, bewegliche, ich weiß jetzt nicht, ob man das gut sehen kann, hier so bewegliche Keramikplatten, was natürlich den Druck, die Druckverteilung auf dem Haar sehr gut gleichmäßig anpasst. Er macht eine kontinuierliche Temperaturanpassung. Das heißt, wenn ihr oben im Haar ansetzt, ist es am heißesten und ihr zieht es langsam runter, dann wird es immer weiter kühler. Er analysiert 20 Mal pro Sekunde die Feuchtigkeit in eurem Haar und passt demnach auch die Sachen so ein bisschen an. Er hat, wie gesagt, diese Nanokeramikplatten, die super beweglich sind, was einfach auch ein gleichmäßigeres Ergebnis bringt. Er hat hier die Kanten sind abgerundet, das heißt, wenn ihr damit auch mal Locken machen möchtet, was man ja auch ganz gerne macht, das funktioniert da super mit. Es sind keine scharfen Kanten und nichts. Sehr gut verarbeitet. Er hat hier vorne auch so Soft Touch Enden, die nicht heiß werden. Das heißt, ihr könnt beim Styling dann gleichmäßiger das Glätteisen durchs Haar ziehen, was ich auch sehr angenehm finde. Temperatur ist manuell von 120 bis 200 Grad einstellbar, aber ihr könnt auch drei verschiedene Profile anlegen, was auch einer meiner Kaufentscheide war, weil es wird abgefragt die Haarlänge, die Haardicke, ob das Haar koloriert ist oder nicht, und somit habt ihr schon mal ein Grundprofil angelegt. Und da auf diese Temperatur heizt er auch eigentlich erstmal vor und schützt im Prinzip auch euer Haar. Also koloriertes Haar soll zum Beispiel bei ganz dickem Haar koloriert, wird er nicht über 180 Grad gehen. Und ich finde das mit dem Profil schon mal super praktisch. Was er auch noch hat, zeige ich euch gleich, ist ein Display. Das ist hier vorne, da könnt ihr das alles drüber einstellen. Ihr könnt, ich glaube, 15 verschiedene Sprachen auswählen. Da sollte eigentlich dann für jeden was dabei sein. Könnt die Profile da anlegen. Ihr könnt diesen Schalter locken, also blocken, dass, falls ihr drankommt, ihr nicht aus Versehen irgendwas anderes umstellt. Was ich ebenfalls sehr praktisch finde. Und ihr bekommt nochmal so eine Rückmeldung, wenn ihr das durchs Haar gezogen habt, wie der Feuchtigkeitsgehalt eures Haares ist, ob es eventuell zu feucht ist, dass ihr dann erst noch trocken föhnen müsst. Und auch so ein Smiley, ob ihr schnell genug oder zu langsam oder wie auch immer durchs Haar gezogen habt. Das finde ich ganz gut. Das Kabel ist circa 1,80 Meter lang, würde ich sagen, von Stecker bis Stecker. Hier hinten könnt ihr sehen, 360 Grad drehen, was super praktisch bei der Anwendung im Haar ist, ihr könnt es schön drehen. Hier könnt ihr das schön zusammen pitchen und durchs Haar ziehen. Er hat eine automatische Abschaltung. Nach 30 Minuten spätestens schaltet er sich aus, was auch sehr praktisch ist und ein guter Schutz ist. Fühlt sich sehr wertig an. Ihr habt also keine Kanten, die sich irgendwie unangenehm anfassen oder so. Er glättet super toll. Also im Prinzip braucht ihr nur einmal durchzuziehen mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und die Haare sind glatt und sind wirklich sehr, sehr weich und sie glänzen total. Also da war ich sehr überrascht, wie gut das Ergebnis da ist. Das konnte mein altes nicht so gut. Was ich nicht mag, ihr seht, das Ding steht immer offen. Ihr könnt es leider nicht sperren und brauen. Hat auch leider keine Kappe mitgeschüttet, ist nicht im Lieferumfang. Weder eine Kappe noch ein Beutel, was ich sehr schade finde. Ich wäre schon zufrieden gewesen, wenn ich hier so einen Silikonring hätte, den ich hätte drüber ziehen können. Weil das nächste Problem ist, ihr seht, ich habe hier nichts, wo ich das ein bisschen höher stellen kann. Das heißt, wenn ich das,
der wird ja schon heiß, die Außenflächen ab hier. Und wenn ich das dann hier zum Abkühlen irgendwo hinlege, laufe ich Gefahr, dass ich mir da irgendwas anbrenne. Ich habe dann so eine Silikonmatte aus der Küche, die ich drunter lege. Aber das finde ich echt schade, dass das auch nach 7 Jahren oder 8 Jahren, solange das Teil schon auf dem Markt ist, nicht nachgebessert wurde von Braun. Ich frage mich auch, warum. Weil ich sag mal, im Prinzip so eine Kappe, das sind Pfennigsbeträge oder auch so ein Silikonring, beziehungsweise hier unten so ein Häkchen, was man runterbiegen könnte, damit diese heißen Flächen irgendwo aufliegen. Also das verstehe ich nicht so ganz, warum Braun das nicht gemacht hat. Das ist was, was mich wirklich stört, denn auf Reisen, ich werde da jetzt irgendwie einen Gummi drum ziehen und das Ding mitnehmen, wie gesagt, und zum Abkühlen müsst ihr es auf irgendwas drauflegen, auf einen Karton oder irgendwas nicht brennbarem, am besten ein Tellerchen oder so, damit ihr euch die Oberflächen nicht versaut. Wir stellen das Ganze jetzt mal an. So, ihr seht, noch tut sich nichts. Ihr müsst das Gerät also wirklich immer händisch anschalten. Dafür haltet ihr die Taste ein bisschen gedrückt und dann seht ihr, geht das Display an. Und hier könnt ihr dann auch direkt schon auswählen, Profil 1. Ihr könntet das Profil ändern oder ihr könntet hier mit diesem 4-Wege-Rädchen auf manuell schalten. Das heißt, wenn ihr auf manuell schaltet, dann könnt ihr hier die Temperatur von 200 bis 120 wählen. Ihr seht hier oben auch, er heizt auf. Das sieht man eigentlich auch immer ganz gut daran, wenn ich jetzt hier die Temperatur auswähle, also mit der Mitte bestätigen, dann seht ihr hier dieses Thermometer und dieses, das springt dann hin und her. Aber wir wollen ja eigentlich, ich zeige euch mal, wie man ein Profil anlegt. Ich könnte das jetzt hier ändern oder ich gehe auf neues Profil. Das machen wir mal, damit ihr das mal seht, wie es aussieht. Und dann wird hier halt gesagt, beste Ergebnisse und schonendste für die Haare, das bestätigen wir erstmal. Und dann könnt ihr hier die Länge wählen, also von kurz, mittellang oder ganz lang. Bei mir wäre es mittellang. Dann könnt ihr die Haardicke nehmen, also da, ja gut, da müsst ihr halt einschätzen, habt ihr dünnes, super fiddeliges Haar oder so, das weiß man ja auch, das könnt ihr dann hier rauswählen und dann auch wieder mit der Mitteltaste bestätigen. Und ob das Haar koloriert ist oder nicht, dann muss natürlich die Hitze etwas reduziert werden. Und wenn ihr da Ja sagt, dann könnt ihr sagen, ihr Profil wurde optimiert. Möchtet ihr das speichern? Ja, ich möchte das speichern. Und jetzt habe ich das unter dem Profil abgespeichert. So, das heißt jetzt unter dem Profil, Profil Nummer 2. Ihr könnt die Profile nicht umbenennen. Das wäre jetzt ausgewählt und das würde jetzt hochladen. Das Hochladen an sich dauert so circa 40 Sekunden, würde ich sagen, rum. Und dann ist das Ganze auch einsatzbereit. Ihr könnt halt hier immer zwischen den Profilen hin und her springen. Das letzte Profil, was angezeigt wurde, das behält er auch drin. Ja, und dann könnt ihr einfach loslegen und wunderbar euch die Haare machen. Und er liegt halt sehr gut in der Hand. Und ihr seht, wie glatt die Oberflächen hier sind. Da zieht nichts, das geht wirklich sehr gut durchs Haar. Ich würde trotzdem immer empfehlen, ein Hitzespray drauf zu machen, einfach zum Schutz für eure Haare. Und es auch relativ, ja nicht super schnell, aber schon mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit durchzuziehen. Ihr könnt dann unten entweder die Haare ein- oder ausdrehen. Und wenn ihr das einmal so um die Hälfte gedreht habt, dann könnt ihr auch richtig schöne Wellen euch mit diesem Lockenstab ins Haar machen. Also ich bin super zufrieden damit. Garantie ist 2 Jahre. Wie gesagt, hier diese Kanten, diese Flächen werden schon recht warm mit der Zeit. Hier vorne, die bleiben immer schön kalt. Das ist so Silikon, da können das schön gut durchziehen. Und von daher, es gibt ihn ja auch mit dieser Ionen. Dieser hat nicht diese Ionenfunktion, damit das Haar nicht fliegt. Aber ganz ehrlich, das Haar fliegt nicht damit. Ich weiß nicht, ob das durch diese intelligente Temperaturregelung ist. Da ist also nichts, was dann so fusselig oder sonst irgendwie aussieht. Pass auf, ich ziehe es mal bei mir jetzt durchs Haar und dann könnt ihr vielleicht die Smileys auch sehen. Ist natürlich der Vorführeffekt. Die Restfeuchte ist super. Tempo
hätte etwas langsamer sein können, bedeutet das. Sonst habt ihr einen lachenden Smiley und wenn ihr so einen ganz traurigen Smiley habt, dann seid ihr viel zu schnell durch. Ich möchte jetzt nicht ausprobieren, das auf einer Stelle zu halten und meine Haare abzuflämmen im Prinzip und dann zu sehen, welcher Smiley dann kommt. Aber ja, das seht ihr natürlich immer erst, nachdem ihr bei der Strähne durch seid. Ihr kriegt also weder eine haptische noch eine akustische Warnung, wenn ihr jetzt zu langsam oder zu schnell werdet. Das wäre natürlich auch noch ideal, damit ihr eure Haare nicht versemmelt. Was mich ein bisschen stört, ist eigentlich sollte hier, wenn man das einschaltet, ja, würde ich erwarten, dass da der Ring wirklich grün beleuchtet ist. Das ist er aber nicht wirklich. Der ist einfach nur so durchsichtig. Und das, gut, man sieht ja das Display ist an, dann weiß man, dass das Gerät an ist. Ausschalten. Ihr könnt hier, ihr seht ja, ich habe die mittlere Taste geblockt jetzt hier. Wenn ich jetzt hier drauf gehen würde, dann könnte ich die auch öffnen, das gedrückt halten. Dann wären während des Arbeitens die Taste nicht geblockt und dann könnte es auch sein, dass ihr es aus Versehen ausschaltet. Und hier könnt ihr jetzt komplett aufschalten. Ihr könnt auf Standby schalten oder ihr könnt wieder rausgehen, fürs komplett ausschalten kurz gedrückt halten und dann ist er, ja, hätte ein bisschen länger drücken sollen, machen wir nochmal. So, dann halten wir hier ein bisschen gedrückt und dann schalten wir aus. Und dann habt ihr dieses Abkühlen, solange er in der Steckdose ist. Das bleibt auch an, bis er auf 60 Grad runtergekühlt ist. Dann könnte man ihn problemlos anfassen. Wenn ihr ihn jetzt natürlich aus der Steckdose zieht, dann ist er immer noch heiß, aber ihr habt dieses Abkühlen nicht mehr. Und danach ist er halt komplett aus. So, also ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Es war auch im Angebot. Ich habe jetzt keine 50 Euro dafür bezahlt und das finde ich wirklich super. Und ja, mal schauen, wie lange er hält. 2 Jahre Garantie ist drauf und Ergebnis ist top, bis auf die paar kleinen ja, Mängel, die ich jetzt finde. Was ja, das sind keine Mängel, aber das wäre ein nice to have. Und ja, schreibt mal drunter, wie ihr zufrieden seid. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.